Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind wieder im Mythisch Plus unterwegs. Heute haben wir was ganz Tolles im Angebot. Ein super sexy, in Anführungszeichen, Tempel der Jadeschlange plus 20. Ein Key, den ich ehrlich gesagt nicht so gerne spiele. Was hauptsächlich dran liegt, dass hier diese Anfangsphase super ätzend ist. Da muss ich auch ehrlich gesagt sagen, die spiele ich ziemlich schlecht. Das zeigt auch ein Blick aufs Damage-Meter. Und der letzte Part vom Endboss, der ist ehrlich gesagt auch nicht so ohne. Also, man kann es ziemlich verkacken an der Stelle. Das war oder ist noch mein Key hier an dieser Stelle. War vorher ein 21er und ich hätte ihn unbedingt noch gerne in Time diese Woche, weil er war wirklich sehr gut eigentlich machbar. Der 21er wäre auch safe in Time gewesen. Ich hatte den Key nicht aufgenommen, weil ich eigentlich nichts erwartet hatte in besagten Key, bis wir dann wirklich beim Endboss auf Kurs waren und dann wollte ein Schurke eine irgendwie Special Strat fahren und hat uns in eine Gruppe, noch eine Gruppe reingepult und die hat uns weggerippt und dann hat der Key nicht geklappt und die Leute waren pisst. Ich war es ehrlich gesagt auch, weil das eine super dumme Kackaktion war, ohne dem Tank Bescheid zu geben. Und ja, das Ende vom Lied seht ihr jetzt. Wir haben dann einen 20er Key. Bin jetzt mit einer anderen Gruppe drin. Alles auch Deutsche, außer der russische Krieger. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns den ganzen Krams mal an. Ich hatte ja schon gesagt, habe ja auch mit den Leuten hier gesprochen vorher. Die Ini ist eigentlich, ich bin so dumm, ey. Ist eigentlich ganz gut machbar. Dieser erste Part ist ätzend. Bin ich auch ganz ehrlich, den spiele ich immer noch ziemlich schlecht, weil ich den Dungeon nicht so oft bisher gespielt habe. Und ich ein bisschen zu vorsichtig bin hier mit dem Line of Sighten. Deswegen hole ich da nicht wirklich das raus, was ich sollte. Dieser Part hier. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, das spielt sich nicht schön. Aber gut, was willst du machen? Und wenn man das hier geschafft hat diese Woche, bist du eigentlich bis zum Endboss, bis zur letzten Gruppe da, ziemlich gut safe. Sage ich ganz ehrlich. Also, wenn man das schafft, hat man schon den gröbsten Part erledigt. Jetzt mal schauen mit der Gruppe. Es sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Wir haben echt nice and Damage bis hierhin. Ich hoffe, hiernach werde ich dann auch ein bisschen besser performen. Sollte eigentlich, war eben genauso. Ich brauche einfach ein bisschen mehr Übung hier in der Inni. Und ich hätte den halt echt gern auf 20 in Time. Weil die Woche ist er, glaube ich, sehr, sehr gut zu erledigen. Ich weiß nicht, wie das in den kommenden Wochen aussieht. Und dieser Key hat trotz allem immer so ein bisschen das Potenzial, richtig nervig und ätzend zu sein. Deswegen muss man das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Oder so. Sprich, spiel diesen Key, solange er noch halbwegs einfach machbar ist. Das ist jetzt die Devise für mich. Hier beim ersten Boss haben wir jetzt auch ziemlich Glück gehabt, wie er sich gedreht hat. Also ich zumindest. Ich musste mich kaum bewegen. This is nice. Gut, jetzt brauche ich auch erstmal nicht hier rausrennen. Ja, machen wir das so. Dann gehe ich wieder hier hinten hin. Ich mag es ehrlich gesagt ein bisschen lieber hier zu stehen. Ha! Als hätte ich es geahnt. Das gibt mir einfach ein bisschen mehr Safety. So, jetzt hüpfen wir schon mal hier auf den Ring. Weil jetzt spült er uns wieder weg. So. Sicher ist sicher. Jetzt nehmen wir zwei auf einmal. Das war auch tatsächlich was, wo ich am Anfang tatsächlich ziemlich oft gestorben bin. Nicht, dass die Mechanik super schwer wäre, aber es ist tatsächlich, wie soll ich es am besten sagen?
Es gibt halt Fenster, wo du dich bewegen kannst, gut bewegen kannst und wo du auch Meter machen solltest. Und es gibt Momente, wo du es nicht machen solltest. Und wenn man das dann erstmal raus hat, den Rhythmus, wie gesagt, es ist nicht schwer und es ist auch keine große Kunst, aber am Anfang, da gibt es glaube ich auch eine Wiegaura für, die genau zeigt, wann da das Wasser hochstößt. Wenn man da den Rhythmus erstmal drin hat, dann geht es tatsächlich auch ganz gut, würde ich behaupten. So, bis hierhin. Wir haben den ersten Part echt gut gemeistert. Ein Tod, der war ich. Lel. High Professional Gameplay. Auf jeden Fall. Jetzt den ganzen Part hier bis zum zweiten Boss und darüber hinaus. Da sehe ich ehrlich gesagt gar kein Problem. Wobei, meistens ist es ja, wenn ich sowas sage, mache ich irgendwas Dummes im Dungeon. Deswegen mal gucken, ob das jetzt hier auch wieder der Fall sein wird. Ich bin gespannt. Der Krieger hat sich übrigens auch beworben mit 4-Set Big Pipi Damage. Bisher hat er, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Also zumindest der Damage ist gut. Jetzt legt er sich ab. Da retze ich auch gar nicht. Das sind nur ein paar Meter hier ums Eck. Das wäre sonst ein ziemlich verschenkter Retz. Da kann er auch mal laufen, würde ich sagen. Die Elemente. Ich halte jetzt kurz meine... Jawohl, das sieht gut aus. Meine, was wollte ich sagen? Mechanic Pulsar. Denn dann können wir hier schon mal, ohne dass ich groß CDs ziehen muss, ein bisschen mehr Damage machen. Oh Gott, oh Gott. Gut, den Burst der anderen beiden habe ich natürlich nicht. Aber ich hoffe, die haben jetzt hier reingeblastet und haben für die nächste Gruppe nichts. Denn da sehe ich mich jetzt. Und hier braucht er eigentlich gar nicht so zaghaft sein. Den kann er auch locker easy auf die nächste Gruppe mit draufpullen. Theoretisch. So, here we go. Hütet euch. Das sieht schon besser aus. Wir haben echt guten Schaden. Also alles in allem. Die anderen beiden räumen ziemlich nice ab. Ich glaube tatsächlich, ich werde hier ziemlich abscheißen im gesamten Vergleich. Im ersten Part habe ich, wie gesagt, sehr, sehr viel verloren und tatsächlich ist das dann auch so ein Thema, bei mir zumindest. Wenn man die Dungeons nicht so oft spielt, ist das Thema, wie ziehe ich meine Cooldowns richtig, tatsächlich gar nicht mal zu unterschätzen. Also das macht sehr, sehr viel aus. Wann man die zieht, wie man die zieht. Komm, gib mir Arcanic Pulsar, einen Starfall noch. Ja, müssen wir es so machen. Ich will den aber noch bestmöglich ausnutzen. Bevor die hier sterben. Steppen wir mal kurz hier rein. Wo ist Galadriel? Nicht, dass der noch stirbt hier, der Boy. So. Und damit stehen wir schon beim zweiten Boss. Haben erst... Was ist der Timer? 30 Minuten. Wir haben kaum was rum. Das ist sehr, sehr nice. Bei dem Boss hier sollte ich auch generell ganz gut performen, glaube ich. Es ist noch nicht vorbei. Guck mal, wie weit die... Oh. Okay, das ist nicht gut bisher. Da muss noch was kommen. Komm, kleine Eule. Push dich. Der Jaungol griff die Bestien entschlossen an. Doch. Ja, bei 6 will er switchen. Gut, kriegt er.
Sobald er jedoch seinen Angriff einstellte, schrumpfte ich jetzt hier irgendwie groß was ziehe. Zusammen. Warten wir auf jeden Fall noch, bis ich meine Cooldowns abhab. Da ist Kampfrausch. Das ist tatsächlich gar nicht mal verkehrt. Jetzt an der Stelle. So, und da kommt mein Mechanic Pulser ab. Dies ist nice. Und jetzt kommt tatsächlich auch ein bisschen besser der Damage. Ist auch immer cool, dass bei dem Boss hier die Pilze beide Boys treffen. So, Switch. Kann man auch schön Starfall reinpadden. Wie ihr seht. Und schwuppsdiwupps ist der Boss down. Plus 20 in einer Minute 14. Also das war ziemlich gut. Die Gruppe ist tatsächlich noch besser als die eben. Und die hat schon gut gespielt. Bis halt auf El Schurke am Ende. Ihr habt diesem heiligen Tempel seinen Frieden zurückgebracht. Da wäre mir echt bald ein Ei aus der Hose gefallen, ne? Geht. Ich muss meditieren, bevor ich das Instandsetzungsritual einleite. Da hätte ich auch meditieren müssen. Wie der Leuchtsucher, Lehrensucher Steinschritt. Junge, Junge. Alter, was macht der Shami hier für ein Damage? Das ist schon krass, was die Buffs ausgemacht haben. Der performt doch nicht schlecht mittlerweile. Über so einen Single-Target-Mob macht er mehr Schaden als ich gerade fast. Oh, ich hatte gedacht, er heißt Trockbar. Das wäre geil gewesen. Didier. Die Elemente gehorchen mir. Ups, da habe ich nicht dispelled. I'm sorry. Four. Hütet euch. I am so sorry. So, jetzt kriege ich zumindest wieder kurzzeitig Cooldowns ab. Durch Mechanic Pulser. Dispel mal den Bäumer. Dann freut er sich. Extra mitgeskillt, ne? Wäre nicht, dass hier noch Beschwerden kommen. Hätten wir natürlich auch ein Mouse-Over-Makro machen können, aber braucht man nicht. Sind hier fürs pure, Ah, okay, er holt den Dicken, das ist auch okay. Wie gesagt, der Trash hier ist tatsächlich auch gar nicht so schwer. Solange man es hinkriegt, nicht aus Versehen die Putt dazu zu... Oh, da ist der Schamane tot. Und er hat geangt, okay. Das respektiere ich, Brudi. Four. Hütet euch. Ich hätte ihn auch geretzt. Im Notfall, aber so geht's natürlich auch. Na, dann für die nächsten Packs haben wir auf jeden Fall wieder Cooldowns. Da sammeln wir jetzt noch ein paar Aufladungen der Pilzskin. Bis wir es da krachen lassen können. Haben genau eine. Very good. Da kommen die zwei da ab. Das ist halt der einzige Nachteil an dem Dungeon. So Nukurt oder so ist noch besser für die Eule. Weil du da in den Gruppen immer mehr Gegner hast, die teilweise auch länger leben. Hier hast du halt bei vielen Packs, wie zum Beispiel hier dieses niedere Schar, die gehen halt super schnell kaputt. Und zu schnell für mich, um ehrlich zu sein.
Da kann ich meinen Damage nicht so langfristig aufrechterhalten oder überhaupt erstmal aufbauen. Deswegen, was das angeht, sind andere Dungeons für die Eule definitiv besser, aber ich will mich jetzt auch nicht zu sehr rausreden. Es ist jetzt auch nicht der beste Dungeon, den ich spiele. Weitestgehend bis auf diesen kleinen Patzer am Anfang zumindest keine Fehler. Das ist schon mal die halbe Miete. Damage-technisch können aber durchaus ein bisschen besser sein. Gerade da am Anfang, das hatte ich aber jetzt schon ein paar Mal erwähnt, habe ich sehr, sehr viel verloren. Das war nicht so gut. Hier können wir noch mal. Drogba trinkt erstmal von den Wesley Crushers. Geil. Big Bang Theory. Hütet euch. Weil gut, muss ja nicht zwangsläufig heißen, dass er Fan davon ist. Kann ja auch einfach nur sein, dass er so der Gilde gejoint ist und die hieß halt schon so. Ne? Wenn ihr wisst. Hütet euch. Four. So. Zeitlich sind wir extrem gut unterwegs. Jetzt noch fast. Oder haben über 13 Minuten für zwei Bosse und den letzten Part Trash. Der muss allerdings sitzen. Der Trash. Sage ich euch, wie es ist. Da kannst du noch sehr, sehr viel Zeit verlieren. Boss Damage sind wir echt gut unterwegs. Da mache ich mir keine Gedanken. Also, wir werden die jetzt nicht so schnell umscheppern wie den eben. Aber nichtsdestotrotz, da habe ich schon weitaus Schlimmeres erlebt. Endboss ist halt auch nochmal so eine Geschichte, die kann kritisch sein, aber weiß nicht, so wie die Leute hier bisher spielen, traue ich denen jetzt einfach mal zu, dass sie das auch auf die Kette kriegen. Hütet euch. Oh, ich hab sogar CDs abkommen. Ziehen wir die mal rein. Hütet euch. Wenn wir schon mal abhaben, den Bums. Dann kann man das auch mal ruhig nutzen. Single Target ist mein echt Damage jetzt echt ganz gut geworden. Also besser. Wundert mich ehrlich gesagt, dass da zum Beispiel hier jetzt der Krieger nicht so gut performt, wo dir normalerweise sonst immer als Eule Single Target echt die Hosen ausgezogen werden. Hütet euch. Ich hab grad schon überlegt, ob das überhaupt 20 ist, weil das geht schon fast zu einfach hier. Gefühlt. Hütet euch. Der Schleier hat sich von meinen Augen gelüftet. Weil ich glaube, für den Overall Damage war es nicht förderlich, dass ich da eben schon Cooldowns gezogen habe. Weil ich halt drauf spekuliere, dass ich die eben gleich wieder abbekomme, wenn wir da an dieses letzte Pack rangehen, weil das ist halt, ne, mucho eklig. Das ist echt richtig eklig. Ekelhaft, wie Erdbeerkäse. So, die beiden, das Pack ist okay. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, tatsächlich. Ich muss nur darauf achten, dass ich im besten Fall mal wieder dispelle. Oh, Kerle, perfekt. Voila. Hütet euch. Viel Damage habe ich gerade trotzdem nicht parat, aber macht nichts. Es liegt ja auch so. Für die nächste Gruppe kann ich meinen Pulsar nutzen. Das ist gut. Und dann für die Big-Gruppe wird generell mein Cooldown wieder ready. Also das ist sehr, sehr gut gelaufen von der Funk-Planung her.
Die Elemente gehorchen mir. Und auch der Tank macht das richtig, richtig gut. Also, bin ziemlich happy mit der Gruppe hier. Habe ich gut ausgesucht, würde ich sagen. Bei dem Krieger war ich ja eher skeptisch, weil ich in letzter Zeit nur negative Erfahrungen mit russischen Spielern gemacht habe. Gefühlt liefen die auch immer sehr, sehr schnell, wenn was nicht passt. Aber loben wir den Tag noch nicht vor dem Abend. Ne? Das schlimmste Pack kommt jetzt. Theoretisch können wir auch einen Gegner C10. Aber rein da mit Kampfrausch, das ist auch sehr, sehr gut tatsächlich. Hütet euch. Das kann man immer gebrauchen. Und jetzt walzen wir hier einfach... Nein! Ich Vollidiot! Oh Gott! Da wäre gerade mal ein bisschen Schaden gekommen. Also über 300.000 wäre ich da locker gekommen. Und dann lege ich mich selber ab. Was, ey? Das ärgert mich. Ist jetzt nicht schlimm, weil das Pack ist letzten Endes down, aber naja. Er hat wenigstens gern einmal ein bisschen Schaden gemacht. Holy shit, wir haben noch 8 Minuten vorm Endboss. Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Oh boy. 71.000 sind viel zu wenig. Naja. Hilft nichts. Boss legen. Hinterher interessiert es dann eh keinen mehr, ja? Wenn der Dungeon in Time war. Gut, der Russe pöbelt mich vielleicht noch an. Das könnte gut möglich sein. You never know. Kann ich das dispellen? Nee. Ich wollte mal testen, ob ich das auch wegkrieg. Der Dunkelhall eurer Seele. So. Das ist zum Beispiel auch hier immer so ein Part in dem Fight, ne? Als Eule komme ich mir da richtig useless vor. Ich habe gerade alles reingezogen, was ich hatte, nur dass ich keine CDs habe. Und ja, get fucked. Die anderen ziehen dir halt trotzdem die Hose aus. Ob du willst oder nicht. Das ist das Schlimme. Weil eigentlich wollte ich das nicht. Hütet euch. Naja, vielleicht können wir jetzt noch mal ein bisschen aufholen. Einmal sollte ich noch CDs ready kriegen in diesem Fight. Und unsere Pilzskin heben wir uns jetzt mal auf. Wird man bestimmt nochmal brauchen. War auch nicht gut gespielt mit den Starlord-Aufladungen. Der Dunkelheit. Bumm, Pilz, bumm, Pilz. Fury of Elun. Sterbt. Also das ist auch echt clean gespielt, muss ich mal sagen. Das erlebt man selten, dass das klappt. Wenn ich das so sagen darf. So, jetzt habe ich nochmal CDs. 30 Sekunden haben wir noch. Dann sollte der Boss tot sein. Also muss nicht, aber... ne? Dann würden wir nochmal eine Zwischenphase skippen. Und ich glaube, das sieht gut aus. Der Krieger eskaliert jetzt nochmal richtig schön. Very nice run. Das muss man so sagen. Sehr, sehr clean. Das war echt gut. Und eine abgefüllte Essenz. Wow.
Geil, dass man das noch erleben darf. Also ein alles in allem sehr, sehr nicer Run. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Video. Habt eine gute Zeit. Reingehauen.